Okay, 2, 3, 4. Ich nehme euch mit in den nächsten Wochen hinter die Kulissen der Miss Germany-Wahl 2021. Wir starten mit 160 Frauen hier auf den Live Experiences in Hamburg und arbeiten uns dann schön voran bis zum Finale im Europapark 2021. Zudem haben wir spannende Interviews vorbereitet, wie zum Beispiel mit der amtierenden Miss Germany Leonie, die uns natürlich verrät, was für Erfahrungen sie in den letzten Monaten gemacht hat als Miss Germany 2020. Und mich werdet ihr natürlich in der Zwischenzeit nicht los, weil ich werde euch begleiten. Hinter mir finden bereits die Live-Experiences statt von den Mädels aus den Top 10 aus Bremen und aus Schleswig-Holstein. Und was sie da jetzt so genau machen, werde ich euch gleich zeigen. Aber wichtig ist zu wissen, dass Voting beginnt und ihr dürft euch eure Favoriten auswählen anhand eines Online-Voting. Ich zeige euch jetzt aber erstmal, was alles hier so passiert, damit ihr überhaupt erstmal einen Eindruck bekommt. Also kommt mit! Was hat dich motiviert, hier mitzumachen? Mich hat motiviert, hier mitzumachen, das neue Konzept, ganz eindeutig. Ich finde Leonie richtig toll. Also die verkörpert für mich einfach eine Frau, die heutzutage in der Öffentlichkeit stehen sollte. Also sie steht mitten im Leben, sie ist Mutter, sie hat ein eigenes Unternehmen, sie legt Wert auf Nachhaltigkeit und so weiter. Und sie ist einfach ein tolles Vorbild. Und das ist einfach das, wo ich auch mich gerne einreihen würde, weil heutzutage, es geht einfach nicht mehr um diese Plastikwelt, sondern es geht darum, ein Vorbild zu sein und es geht darum, einfach Werte zu verkörpern. Bist du dir selbst treu? Zeigst voll, du mir das, was voll du wirklich bist, oder? Ja. 100%. Also genau so ein strahlendes Lachen wie dicke Krokodilstränen. Darf alles sein. Echt? Heulst du auch vor der Kamera? Ich heule auch vor der Kamera. Ich weiß, es ist natürlich jetzt eine ganz große Frage, aber hast du so ein Ziel, wo du sagst, so, das will ich erreichen, wenn das hier vorbei ist? Oder ist das dein großes Ziel? Klischeehaft, aber ich wäre einfach zufrieden. Also gerne zufrieden. Du willst einfach zufrieden sein? Ist das nicht schön? Wollen wir das nicht alle? Ich schreibe jeden Tag Tagebuch, was mich motiviert, wofür ich dankbar bin. Du journalst, richtig? Ja. Ist jetzt auch und so ein Trend, Leute. Ja, aber wirklich. Hast du alle schon kennengelernt? Nicht alle, aber die, mit denen ich gesprochen habe, sind alle sehr sympathisch. Und ich glaube, jeder hat das hier verdient. Du bist Tänzerin? Genau, ich bin Tänzerin. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Du bist also ich bin Tänzerin. Genau, hauptberuflich Tänzerin. Ich habe das in London studiert. Und dadurch, dass man dann halt mit vielen Mädels unterwegs ist und man kriegt das schon mit, ist oft Zickenkrieg, das oft solche Sachen. Ja, so Konkurrenz und ich kann damit gar nicht umgehen. Okay. Ich bin so ein Mensch, ich fange sofort an zu heulen und finde das alles doof. Okay. Und darum, ich bin echt dafür, dass man sich halt gegenseitig füreinander da ist, dass man sich supportet und dass man halt sagt, komm, beide Mädels, wir beide haben mal schlechte Tage, aber lass uns jetzt nicht so ein Drama. Ist dir wichtig, was deine Freunde von dir halten? Wie würden die dich beschreiben? Ja, verrückt. Laut. Einfach crazy. Ja, einfach crazy. So bin ich. Ich habe meinen eigenen Kopf. Ich wusste schon immer, was ich wollte. Seit ich denken kann, wollte ich Anwältin werden. Also das hat sich auch erfüllt. Sehr schön. Ja, zwischendrin war mal Gerichtsmedizin ins Spiel, aber ne, Akte X hier. Also meine Message, die ich so auf der Bühne rüberbringen möchte momentan, ist, dass wir diese ganzen Vorurteile und Schubladendenken einfach mal aufbrechen und nicht mehr gucken, oh, das ist eine Frau, oh, das ist ein Ausländer, oh, das ist ein Fett, sondern im Sinne von, hey, das ist eine Person und die ist jetzt einfach witzig, ohne dass wir über alles andere nachdenken. Also mir ist es ganz, ganz besonders wichtig, dass jede Frau einzigartig ist. Und ich weiß, dass ganz viele ihre eigene Einzigartigkeit nicht sehen. Und das möchte ich in den Frauen herausholen. Ich glaube einfach, dass wenn man Mädels so ein Zeichen gibt, auch in den ganzen Videos, in den Fotoshootings, dass man gar keine Angst haben muss, vor der Kamera zu stehen und vor fremden Leuten zu stehen, merkst du auch selbst. Du hast also gerade keine Angst vor mir. Was genau ist dein Ding? Es geht mehr um das Persönliche, weil ich finde jetzt nicht, dass ich der Model-Typ bin, was auch überhaupt nicht schlimm ist. Aber es geht ja auch sehr viel darum, was hinter der Frau steckt. Und genau das ist mir auch immer im Menschen wichtig. Nicht wie der aussieht oder wie er sich kleidet, sondern eher, was steckt hinter dieser Person. Umso mehr wir machen, mehr Erfahrungen sammeln, umso stärker werden wir. Tatsächlich war meine Motivation oder der Trigger, weswegen ich mich letzten Endes für Miss Germany beworben habe, das neue Konzept. Und das ist halt nicht mehr der klassische Schönheitswettbewerb, ist wie vielleicht noch vor 20 Jahren,
sondern dass es jetzt um mehr geht, um Stärke, um Ausstrahlung und auch Supporting Women. Wie authentisch bist du auf deinem Kanal? Also würdest du sagen, du bist schon das, was du da auch präsentierst oder verstellst du dich schon? Ich würde nicht sagen, ich verstell mich, aber ich finde schon, dass man heutzutage immer noch so ein bisschen versucht, perfekt zu sein auf den Social Media Plattformen. Aber ich möchte das eigentlich ganz gerne ändern und einfach zeigen, so, das bin ich heute. Heute habe ich vielleicht mal einen riesen Pickel auf der Stirn, aber ich bin immer noch ich und das ist halt mega egal. Also ich will schon, dass man ein bisschen mehr Ehrlichkeit heutzutage auf den Social Media Plattformen auch verbreitet. Ja, also ich habe jetzt schon gehört in Gesprächen, gerade mit Männern, die dann schon komisch gucken und sagen so, ach naja, komm, das ist doch auch wieder nur so ein Schönheitswettbewerb. Genau, richtig. Und darum geht es ja dieses Jahr nicht. Ja, und ich sage, ja, aber bei dir fängt es an. Beruflich darf ich mehr und mehr halt meine Leidenschaft zum Beruf machen, wirklich Frauen zu empowern. Also ich bist du Coach? Also ja, im Coaching-Bereich? Genau, im Coaching-Bereich. Cool. Bin aber erst so am Start, am Anfang und finde da meinen eigenen Weg. Also bist du gerade so in den Anfängen deiner Selbstständigkeit auch? Was ja auch sehr viel Mut irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Abverlangen von dir. Ne? Ja, und Angst überwinden, ganz viel. Cool. Female Empowerment ist ja jetzt auch ein ganz großer Begriff momentan. Was verstehst du darunter und würdest du dich als starke Frau bezeichnen? Ich muss sagen, also mich selbst ja und nein, weil ich ganz ehrlich sagen muss, ich war auch schon an Punkten, wo ich dachte, sagen wir jetzt ganz simpel mal in einem Praktikum oder so, wo ich dachte, boah, ich glaube, ich kann das nicht so gut, weil ich nur mit Männern zusammengearbeitet habe, wo man ja eigentlich heutzutage gar nicht mehr, vor allem auch in einem Land wie Deutschland, sagt, oh, das ist doch gar nicht mehr und Gleichberechtigung hier und da. Aber man merkt schon, dass man manchmal so das Gefühl hat, dass man nicht so viel kann wie andere. Und ich glaube einfach, wenn wir so als Community zusammenhalten, Frauen, dass man da einfach so gegen ankommt und dann auch zeigen kann und ein Statement setzen kann, dass es gut wird. Genau. Ja, ihr Lieben, das war Tag 1 live aus den Live Experiences von der Miss Germany Wahl 2021. Wir hatten die Top 10 aus Bremen, Schleswig-Holstein, dem schönen Saarland und Nordrhein-Westfalen. Wer dabei ist, weil ich bin natürlich mal wieder dabei. Ciao! Ich mache jetzt Feierabend. Für mehr Infos checkt ihr natürlich unter mir hier die Infobox. Ganz wichtig, kommentieren, liken und abonnieren. Und wenn ihr so richtig verrückt sein wollt, ihr Lieben, könnt ihr sogar auf die Glocke hier klicken. Und dann werdet ihr jederzeit benachrichtigt über die News von Miss Germany 2021.